Nicht jeder Schacht ist so geräumig und noch dazu gut beleuchtet wie der Übungsschacht am Gelände der Salzburg AG. Aber man bekommt ein gutes Gefühl für die Arbeit abseits vom Sonnenlicht. Passieren kann ja einiges, zum Glück nur äußerst selten. Wir haben grundsätzlich immer die Gefahr des Absturzes. Atmosphäre wäre ein Thema, bauliche oder technische Gebrechen, die vielleicht dort passieren können. Solche Sachen eigentlich. Ja. Im Ernstfall müssen die Kollegen richtig reagieren. Und das wird hier geübt. Das Wesentliche ist eigentlich der Anschlagpunkt, den man braucht, damit man retten kann. Also ohne Anschlagpunkt wird das Ganze nichts. Da funktioniert das nicht. Deswegen auch der Dreibaum, der eigentlich nichts anderes ist als ein Anschlagpunkt, den wir da benutzen. Wichtig ist, die persönliche Schutzausrüstung gut zu kennen. Auch andere Gefahren müssen die Mitarbeiter im Auge behalten, etwa Gas. Deshalb wird vor dem Einstieg in den Schacht die Atmosphäre kontrolliert. Sicherungsgeräte, Kabelzug, Seile, jeder Handgriff muss sitzen und wird regelmäßig trainiert. Diese Schulungen sind eigentlich wiederkehrend. Ist uns also vorgegeben, dass diese Rettungsübungen einmal jährlich stattfinden müssen. Und zwar für alle, die in den Schächten arbeiten. Etwa Mitarbeiter in Kraftwerken, im Fernwärme-, Gas- oder Wasserbereich. Unsere Mitarbeiter werden gut geschult. Gott sei Dank braucht man das aber nicht oft. Der Notfall tritt ja Gott sei Dank nicht oft ein. Aber wenn es passiert, dann sind wir soweit, dann sind wir geschult.